Hallo, hallo, hallo. Willkommen zu Shakes and Fidget und zwar sind wir gerade im Livestream. Und was ist gerade im Livestream? Wir spielen Shakes and Fidget und dabei nehme ich jetzt die Aufnahme auf. Und es sind gerade noch sehr viele Leute dabei. Ich habe gar keine genaue Zahl. Es werden auf jeden Fall über 60, 70 sein. Auf jeden Fall ziemlich cool. Dankeschön, die alle eingeschaltet haben. Wer es noch nicht weiß, jeden Freitag ab 20 Uhr gibt es einen Shakes and Fidget Livestream. Ich hoffe, ihr seid alle dabei beim nächsten Mal. Nächsten Freitag, 20 Uhr, twitch.tv/zuschauer99. So. Und wir finden das Ganze natürlich ziemlich nice, deswegen fangen wir sofort an. Nice. Und zwar hoffe ich mal, dass Flash diesmal mitspielt. Wenn nicht, werde ich auf jeden Fall meinen PC aus dem Fenster schmeißen und ihn versuchen aufzufangen, indem ich erst die Treppe runterlaufe. Ich bin ja so schnell, ich bin ja der Flash. Nein, Server 22 starten wir selbstverständlich noch auf Server 22. Sind wir Stufe 273, das bedeutet nicht mehr viel, sondern zwei Level dann bis Stufe 275. Und 275 ist dann die nächste Levelbremse, die 5 Level geht. Und dort werden wir dann im 13. Stock versuchen, diesen Kollegen hier mit seinen Flügeln und seinem Tütü endlich in den kleinen Popo zu wichsen. Der sieht auch total schwul aus, oder? Oh Gott, ist der schwul. Jetzt mal ohne Scheiß. Waffenzauberladen müssen wir nur schauen nach Waffen. Im Waffenladen natürlich. Im Zauberladen nur nach Tränken. Nicht diese 15% Tränke, sondern die XXL Tränke, nichts dabei. Ab zum Klo, da schauen wir mal rein. Und im Klo finden wir nichts, beziehungsweise Aura 16, schmeißen wir rein. Blub, Klopapier schon wieder alle, so eine Scheiße, warum wechselt man das nicht? Von daher ist das Klo auch schon mal abgehakt. In der Gilde haben wir, oder wir greifen ZWC an am 8.6. um 6.34 Uhr. Sind Rang 1 natürlich. Wir schauen nochmal unseren Vorsprung auf Server 22. 12.728 zu 9.040. Das ist natürlich nicht ganz so viel. Gott, haben wir einen Vorsprung? Die können uns gar nicht mehr einholen. Mal ohne Scheiß, warum haben wir nur noch 43 Mitglieder? 43 Mitglieder? Wo ist der Rest hin? Wurde der Rest einfach mal gekickt, gebannt, vergewaltigt? Wo sind die alle hin? Egal. Komm mal wieder neu. Ist eigentlich scheißegal, unser Level ist so hoch in der Gilde. Der Lowste hier ist Rang 174 und der Höchste ist halt 277 bzw. 280, glaube ich, war auch noch dabei bei uns. Und wir sind so hoch im Level, das macht keinen Unterschied, ob wir jetzt ein paar wenige sind oder mehr, denn man sieht es an der Ehre, da kommt niemand ran. Zurzeit kommt da niemand ran. Es wird nichts. Wir vernichten alles. Server 22, wir sind die Kings, Mann. Im Dungeon, beziehungsweise wir werden erst skillen, denn in der Gilde brauche ich eh nicht mehr spenden. Ich habe, glaube ich, echt 0 Gold gespendet, weil ich ja einmal rausgekickt wurde, weil irgendein Offi gesittet wurde und beim Sitten hat er einfach mal alle Leute gekickt. Und deswegen habe ich kein Gold gespendet, denn die Gildenkasse ist eh immer voll. Jetzt können wir hier ein bisschen reinspenden, lohnt sich nicht. Von daher, ich skill lieber alles. Wir skillen heute mal das Hauptattribut, das nennt sich nämlich Geschick. Ich bin nämlich hier ein Kundi und ein Kundi braucht Geschick. Also skillen wir Geschick. Arena-Kampf gegen den Mo. Verlieren wir sehr knapp, schade. Sind Rang 15, das heißt fast Top 10. Ist doch gar nicht so schlecht, oder? Da sieht man schon Pandora, 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 Lichtkrieger, Pandora, Pandora, Lichtkrieger, Pandora. Und da ist einmal Bruchbude. Die Bruchbude ist auch einmal vertreten, aber nur einmal. Rang 9 ist der Kollege hier. Von daher, im Dungeon hätten wir als nächstes den Fliegenmassenmörder, den wir schon etwas länger haben und der uns zurzeit echt auf die Eier geht, weil er fällt einfach nicht. Wir hatten so knappe Tries die ganze Zeit. Oh, jetzt kann er fallen. Jetzt könnte er fallen. Oh mein Gott. Wird er jetzt fallen? Wird er fallen, Leute? Livestream? Er wird fallen. Das kann was werden. Kann das was werden? Kann das was werden? Das kann was werden. Oh nein, harter Hit von ihm. Oh shit, ne, das wird nichts. Der macht zu viel Damage. Warum machst du so viel Damage, du Fliegenmassenmörder? Ja, Magier, ne, ne, das wird nichts. Ne, das wird nichts. Unser Krieger muss einen guten rausholen, jetzt unser Magier. Oh, Magier, gut rausgehauen. Jetzt Kundi, komm schon, Kundi, komm, komm. Ah, verdammte Scheiße. Kundi, du hast wieder versagt. Kundi, du bist scheiße. Krieger schön, Magier scheiße. Kundi, scheiße. Ich, gut, aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Boah, was war das denn, Krieger? Das war ja gar nichts. Ne, das wird nichts. Wir warten noch, bis wir 274 sind. Dann können wir unsere Begleiter einmal hochleveln und dann wird er vielleicht liegen. Übrigens, gestern habe ich ja Pause gedrückt und wollte mein Fenster zumachen. Danach hat er einfach mal den Sound nicht mehr aufgenommen. Es tut mir wirklich leid und ich hoffe mal,
dass bei dieses Mal nichts falsch ist. Ich muss mal eben jemanden timeouten, weil der die ganze Zeit rumspammt hier. Warum wird hier denn hier rumgespammt? Gleich muss ich hier Leute bannen. Ich möchte nicht Leute bannen. So, Server 22 schließen wir, damit unser Flash etwas weniger arbeiten muss. Auf Server 23 spielen wir auch 300 Alu und zwar eine Magierstufe 255. Wir haben die Levelbremse gerade eben übersprungen. In der Gilde ist sehr viel Schreibbedarf. Da, was? Ich soll Nachrichten lesen. Da möchte jemand Offi werden. Im Waffenladen finden wir hier nichts. Allgemein im kompletten Waffenladen brauchen wir nichts, denn wir sind komplett epic equipped. Und hier habe ich schon gesehen beim Livestream, hier haben wir einen Trank des ewigen Lebens nur für Gold. Sofort zuschlagen, sofort kaufen, das Beste, was einem passieren kann. Denn wir sparen 15 Pilze. 15 Pilze werden gespart. Ich habe übrigens auf jeden Server so gut wie die ganzen Nachrichten gelöscht, damit die Leute im Livestream etwas schreiben können. Der Flo ist am Start. Wir sind Stufe 255, haben kein Level-Up. Nein. Hier sind die drei Schweinchen, die vom bösen großen Wolf angegriffen wurden. Der sein Haus oder das Haus von dem weggeblasen hat. Der hat voll reingeblasen. Der hat das ganze Ding in den Mund genommen. So, wir skillen hier. Intelligenz, heute mal Hauptattributtag, wie jeder weiß. Arena-Kampf gegen den Tornado 007, das ist der 007-Tornado. Rang 26, das läuft doch. Server 22, Server 23, das läuft. Im Dungeon, wie gesagt, die drei Schweinchen, die vom großen bösen Wolf angegriffen werden. Jetzt bin ich der große böse Wolf. Ob der große böse Wolf, nein. Oh Gott, ich mach gar keinen Schaden. Meine Begleiter, die versagen mal wieder. Hallo? Oh, Kundi. Hat der Kundi jetzt gerissen? Das kann was werden. Nein. Ich muss Schaden machen. Oh, shit. Nein. Ja, überlebt das. Ja. Dampfgetriebene Stiefel der Zugkraft. Ich habe einfach mal einen ganzen Zug am Schuh. What the fuck? Die sind ein bisschen besser wie meine, oder? Also diese Rüstung, ne? 4200 Rüstung. Wow. Und der hat die Ente. Der hat den Schwan. Der hat ihn in der Hand. Da geht er down, ist doch kein Problem für uns. Wen haben wir denn hier? Ach, den Kollegen, ne? Den kennen wir doch. Der Hans im Glück. Und der Hans im Glück, hat er so viel Glück? Die sieht ziemlich cool aus, die Ente. Ich sage immer Ente, ist doch ein Schwan. Ich bin so blöd. Das ist keine Ente. Das ist ein Schwan. Sieht alles gleich aus. Entenschwan. Haha. Der fällt aber nicht. Oder? Kann der fallen? Das ist Dagobert Duck übrigens, für all die es nicht wissen. Oh, jetzt kann er doch fallen. Eine Gans. Ja, sag ich doch, eine Gans. Alles das Gleiche. Ich hab so oft... Oh, der fällt. Der fällt! Ja. Ey, nee, oder? Ich hab so oft die ganzen Tiersendungen geguckt. Ich weiß nicht, ob das eine Gans ist. Leute, ich wollte euch nur testen. Für mich sind das alle Leute aus Entenhausen. So. So, ganz im Glück. Steht der auch. Aber ich bin natürlich wieder dumm. So, jetzt fall doch endlich. Komm, fällt der nicht? Also, ich hab den schon tot gesehen. Also, ich hab da schon Braten gesehen. In der Röhre. Oh. Nee. Der will nicht. Der will immer noch nicht. Der hat so einen lustigen Hut auf. Trotzdem will er nicht. Ich hau schon. Oh. Oh. Kann das was werden? Ja. 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 Nein. Oh, schon wieder was für ein Krieger und eine Glücksunterhose. Wer will den Glücksschlüpper denn haben? Ich will keinen Schlüpper. Ein Glücksschlüpper. Wer will einen Glücksschlüpper? Niemand. 46% Goldbonus. Wer kommt jetzt? Oh. Ah. Der Hühnerdieb. Fällt auch der Hühnerdieb? Der Hühnerdieb wird, glaube ich, nicht fallen, denn er hat einen Chicken Master. Mit dem Chicken Master schießt er uns einfach Hühner in die Fresse, von daher lassen wir den erstmal stehen. Zwei Turmetagen geschafft, ist doch gar nicht mal so schlecht. Natürlich bekommen wir wieder Items für den Krieger, weil immer bekommt man Items für den Krieger. Ihr könnt ja gerne mal in den Livestream-Chat mal gerade reinschreiben, ist es bei euch auch immer so? Oder auch in die Videobeschreibung, wollte ich gerade sagen, in die Kommentare, bekommt ihr auch immer so oft Items für den Krieger? Ich schon. Ich bekomme so oft Items für den Krieger, also aus dem Turm für den Begleiter. Es ist unmöglich. Immer für den Krieger. So oft. Ich weiß nicht warum. Habe ich geskillt? Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen über.
In der Gilde brauche ich ja nicht spenden. Die Post blinkt ja auch schon wieder. Ich wurde angegriffen. Ich habe den Kampf verloren. Was ist denn hier los? Wie kann ich gegen den Kollegen verlieren? Das kann ich auf jeden Fall nicht auf mir sitzen lassen. Deswegen werde ich dich jetzt vernichten. Ha, hab dich vernichtet, du alter Bauer. So, böses Wort, egal. Muss jetzt raus. Ich gehe noch ein bisschen, was ich gewonnen habe. Wie gesagt, immer für einen Krieger bei mir. Server 24, da sind wir noch nicht im Turm, sondern wir sind im Klo. Ich schmeiß da mal was rein. Ich habe da mal was vorbereitet. Und wir finden hier, was finden wir denn hier? Hier finden wir keine brauchbaren Items. 100 Alu, 3 XXL-Tränke, ziemlich gut. Geschick, 253, ist kein Update. Nein. Nice. Übrigens, die Harpune ist unglaublich gut. Ich liebe sie. Diese geile Harpune. Oh, ist das geil. Mit Office und so weiter machen wir gleich nach der Aufnahme. In der Post klicken wir drauf, es passiert nichts. Doch, jetzt schon. Und die Schlange hat mich die ganze Zeit angegriffen. Und der Max Power ist, glaube ich, die Gilde beigetreten. Und zwar, um Raid Hilfe zu geben. Dem Max. I've got the power. Hat der Max angenommen? Der Max? Der Max Power? Ich muss scheinbar erst aktualisieren. Aber ich glaube, der Max Power, der ist, glaube ich, drin. Der Max. Nein, der Max Power ist noch nicht drin. Max, komm hinein, Max. Komm hinein. Gold. Müssen wir Gold spenden? Nö. Pilze, 75 Pilze haben wir. Wir könnten was ausbauen. Oder wir sparen noch und bauen dann den Lehrmeister aus. Wir können lieber noch sparen. Lohnt sich auf jeden Fall. Was machen wir denn jetzt? Wir skillen. Und zwar Hauptattribut, das ist hier Geschick, ein bisschen Stärke. In der Gilde steht schon wieder, kann ich Offi sein. Alle wollen Offi sein. Doch, der Max ist schon drin. Der Max. Ich dachte, Max, du wolltest nur für ein paar Tage drin sein. Und wenn du für ein paar Tage drin sein möchtest und dann Offi bist, weiß ich nicht. Ist das eine kluge Entscheidung, jemanden, der für nur ein paar Tage drin ist, um Raid-Hilfe zu geben, ihn dann zum Offi zu machen, dann wird er vielleicht total durchdrehen und alle kicken. Ich weiß es nicht. Oh, der Sandsturm wurde soeben besiegt. Das finden wir doch wirklich nice. Sehr schön. 88,41% ist sehr schön. Als nächstes kommt der Alien. Mr. Alien. Für 2 Wochen, Offi, lohnt sich das? Ich weiß es nicht. 2 Wochen ist gar nicht so lang für Shakes and Fidget, von daher ist okay. Das war's mit Server 24. Wir können noch Arena-Kampf machen übrigens gegen die Schlange. Die alte Schlange. Schlange gewinnt gegen uns. Verdammte Schlange. Übrigens, mein Ork-Hunter hieß auch Schlange. Nicht die Schlange, sondern Schlange. WoW und so. Alte Zeit. Wie macht er das? Nice. Mit meinen Lippen. Nice. Das hört man doch, oder nicht? Server 2 UK. Erstmal aufs Klo geschaut. Was reingeschmissen. Waffenladen. So. Waffenladen, Server 2, UK, 100 Alu, 328, das wäre ein kleines, aber feines Update. Wenn wir uns zulegen, obwohl etwas weniger Rüstung, wie viel Rüstung haben wir denn? Wir haben 50%, von daher ist es in Ordnung. 323 Stärke, ich glaube, das ist ein Update. 331, das ist kein Update, aber das. Ich glaube, wir können bald in den Ring hineinschmeißen, denn der Ring ist schon etwas älter, von daher kaufen wir uns lieber diesen Ring mit 323 zu 194. Sehr schön. Waffenladen, Zauberladen, damit nachgeguckt. In der Gilde haben wir einen Frosch im Hals. Entschuldigung. Und zwar, ich habe jetzt Angst, irgendwie zu pausieren, dass dann wieder der ganze Sound weg ist. Von daher, ich habe schon einen Pilz gespendet. Das war im Livestream, der gerade übrigens immer noch läuft. Wir können Hammer 43 angreifen, aber vorher werden wir noch skillen. Und zwar Stärke. Wir sind voll die Damage-Lampe, von daher skillen wir Stärke. Arena-Kampf gegen den pädophilen Paddy. Der pädophile Paddy hat uns einfach weggenascht. Und in der Gilde waren wir schon. Wir können im Dungeon vorbeischauen. Und im Dungeon, ups, nicht im Turm, Entschuldigung, haben wir immer noch den Schwarzschädelkrieger. Und der Schwarzschädelkrieger hat weniger Stärke wie wir, dafür mehr Ausdauer. Aber der kann fallen. Er will aber nicht fallen. Nee. Wie sehen unsere Tränke aus? Hier haben wir keinen großen Trank, sonst läuft das Ganze. Aber nee. Also der fällt nicht. Der fällt irgendwie nicht. Server 2 UK, da will er nicht fallen. Jetzt fällt hier einfach einer her, der irgendwelche lustige Musik anhat. Hallo, das hört man doch alles. Gleich bekomme ich Ärger von der GEMA. Server 8 US, United States. Da sind 8 Stunden oder so zurück auf jeden Fall. Hier haben wir nichts fürs Klo. Erstmal am Waffenladen vorbeischauen. Waffenladen, Intelligenz. Wir sind ein Magier. Wir brauchen Intelligenz, aber jetzt kann ich auf jeden Fall nicht das Fenster zumachen, weil dann ist alles vorbei. Ups, nicht für 10 Pilze hier. Dann ist alles vorbei. Wir kaufen uns ein Item. Oh, 300. Oh, ist ein Update. Sehr schön. Was kaufen wir?
Schmeißen wir hier rein. Das da rein. Das kaufen wir. Das ziehen wir an. Das ist scheiße und das kann weg. So. Tränke haben wir keinen Intelligenztrank. Packen wir Intelligenztrank, haben wir ganz viele Intelligenztränke. Hätte ich das eine Item sogar noch behalten können. Und da haben wir auf jeden Fall sehr viele Pilze gespendet. Die ist ziemlich gut. Und wir können den Goldschatz ausbauen, wenn wir das möchten. Oder wir warten noch und dann bauen wir Lehrmeister aus. Ich spende auch mal Pilz. Rein damit. Rein mit dem Pilz. Charakter skillen wir mal auf Intelligenz. Ups. Upsala. Bisschen verklickt. Arena-Kampf gegen das irgendwas. Gewinnen wir natürlich mit unserer Stichflamme. Wir haben übrigens eine Stichflamme, ein Epic-Item und genau 80% Sammelalbum nun. 80% auf Server 2 UK. Hier sitzen wir immer noch an dem Vulkangeist, genauso wie auf den ganzen anderen Servern fast. Und ich glaube, der Don. Was ist mit dem Don? Der Don fällt. Der Don. Don, du fällst. Don gibt uns Epic-Gürtel, denn der Don ist kein Problem. Don. So. Der Drache? Was mit dem Drachen? Kann der auch fallen, der Drache? Oh, schade. Ich dachte, der Drache fällt auch noch. Das wäre ziemlich gut. Die Stadtwache blinkt übrigens, das ist Server 8 US, da blinkt immer die Stadtwache. Von daher läuft das Ganze. Das war Server 8. Und Server 8 ist vorbei. Server 1 SK, schauen wir auch mal eben vorbei. Server 1 SK habe ich sehr viel Gold und habe im Waffenladen da schon was Brauchbares gesehen. Und zwar irgendwo in der, es war im Zauberladen, glaube ich, im Zauberladen. Zauberladen. Zauberladen Geschick 156, ein Update, kaufen wir. So. 149, ein weiteres Update, kaufen wir. Ein großer Trank, kaufen wir auch. Sonst haben wir hier nichts. Das kann weg, das kann weg, das kann... Moment, ist das besser wie meins? Nein, das ist die alte Waffe. Das kann weg. In der Gilde haben wir keinen Kampf. Zuschauerabend. Ich spende mal einen Pilz. Warum? Weil ich es voll drauf habe. Und Gold spenden wir auch. 50.000. So viel habe ich gar nicht. Warum will ich 50.000 spenden, wenn ich nur 11.000 irgendwas habe? Ich bin total dumm. Eine, so, 5.000. Das wollte ich natürlich spenden. Den Rest skillen wir. Skillen, skillen, skillen. Und irgendwie passiert gerade nichts. So, skillen, 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 skillen. Arena-Kampf kann ich nicht machen, denn meine Stadtwache läuft hier noch bis 0.10 Uhr, noch 2 Stunden 25, aber wir haben bald hier den Spiegel fertig. Es fehlt nur noch ein oder zwei Teile. Ich weiß gar nicht, wie viel das sein soll. Vielleicht sogar nur ein Teil. Dann ist der Spiegel vorbei. Dann hören wir wieder so einen lustigen Sound und dann läuft das Ganze. So, spielen wir noch einmal, skillen wir noch einmal Stärke. So, Entschuldigung, ich wurde gerade gestört. Da hat jemand an mein Zimmer geklopft. Hat man das Klopfen gehört? Natürlich. Ich hab's, Er läuft zu seiner Mami und weint. Natürlich. So, Server 1 SK, was wollten wir hier machen? Jetzt habe ich total den Faden verloren. Jetzt bin ich total raus. Ich glaube, Server 1 SK ist fertig, ne? Ist fertig. Fertig mit der Welt, machen weiter mit Server 27. Ich denke nochmal. Ich habe Pizza bekommen. So, Server 27. Waffenladen. Waffenladen. Nichts. Zauberladen. Zauberladen. Intelligenztrank. Intelligenztrank. Intelligenz 96 brauche ich nicht. Nö. Mir fehlt hier ein Trank, ich habe aber keine Pilze mehr. Warum habe ich Gold verloren? Wurde ich gerade eben angegriffen? Ja. In der Gilde habe ich mich gemeldet. Natürlich. Hab ich. Pilz habe ich auch schon gespendet. Arena-Kampf. Moment, erst Skillen, Intelligenz. Intelligenz, Intelligenz, Intelligenz. Arena-Kampf gegen den Surprise. Gewinnen wir natürlich. Stufe 55 ist kein Problem für uns. Im Dungeon haben wir als nächstes, beziehungsweise nur einen verfluchten Versuch. Wer ist denn hier am Start? Der Schatten-Alligator. Steht da Schatten? Ja, Schatten. Schattenalligator? Nein, du wirst leider nicht. Du willst nicht fallen, dann willst du eben nicht fallen. Post, please, Server 27. Machen wir gleich, nach der Aufnahme, gleich LOL zocken. Hahaha, unglaublich gut. Stadtwache kann ich hier eigentlich reinhauen, denn ich werde eigentlich mein Sammelalbum hier nicht mehr füllen. Denn ich habe zurzeit 76%. Das läuft doch, oder? Es läuft, auf jeden Fall läuft es. Den restlichen Goldbetrag spende ich eben noch. Denn... bevor es weg ist, daher hab schon 146 heute gespendet. 146 Pilze oder was? Wenn ja, oh shit, man. Das ist wirklich... Nice. Dankeschön, Wolverine. Wolverine kann das übrigens, der hat Krallen an der Hand, die er aus- und einfahren kann. Er ist voll der Wolfmann. Letzter Server ist Server 26. Und auf Server 26 haben wir ein Postfach, beziehungsweise eine Gilde. Da melde ich mich. Und im Waffenladen habe ich schon, glaube ich, geschaut. Da gab es nur Crabbledy, 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 Crab. Im Zauberladen... Ein Trank des ewigen Lebens brauche ich nicht. Ich habe nur noch 55 Pilze, da ich meinen Mount verlängern musste.
Was müssen wir da machen hier? Spenden lohnt sich auch nicht. Die Genkasse ist voll bis oben hin, genau wie Pilze. Alles voll. Oh shit, man. Wir müssen eigentlich nur noch skillen. Und wir skillen Stärke. Ausdauer. Stärke. Ausdauer. Glück, 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 Glück. Nebenattribute, Nebenattribute, Nebenattribute. Stärke, Nebenattribute. Bam, bam, bam. Arena-Kampf. Arena-Kampf gegen Captain Kolossos. Gewinnen wir ohne Probleme. Rang 80, ich bin etwas gefallen, denn einige Herren meinten, ja, der, zum Beispiel der Black Doom oder der Browser King LP, ich greife dich mal die ganze Zeit an. Warum? Weil ich es kann. Schade. Wolverine, oh yeah. Arena-Kampf habe ich gerade eben gemacht. Im Dungeon machen wir nichts, denn die Levelbremse steht vor der Tür. Da warten wir lieber, würde ich sagen. Obwohl, wollen wir das jetzt machen in der Level? Nein, wir warten. Wir überspringen das Ganze. Denn ich habe schon viel zu viele Dungeons gemacht. Ich bin zurzeit oder habe zurzeit 102 Dungeon-Etagen schon gereinigt. 21 Leute geworben. Dankeschön dafür. Und das Ganze läuft. Sonst, was können wir noch machen? Nichts. Server 26 beendet. Morgen ist dann wieder ein Event. Lass mich raten. Was ist für ein Event? Pilz-Event? Helft mir mal eben, Leute, im Livestream-Chat. Morgen ist Pilz-Event, oder? Habe ich das nicht gerade im Forum gelesen? Ich glaube schon. Pilz-Event müsste sein. Samstag, Sonntag, Pilz-Event, da bekommt man mehr Pilze, das ist doch wunderbar. Ja, Pilz-Event, dankeschön, dass das Ganze bestätigt wurde. Und dann, wie gesagt, mehr Pilze für alle. Dann können wir wieder ein paar Pilze spenden in die Gilde, dann läuft das Ganze wieder und wir müssen nicht unsere Pilze wieder auffüllen. Ich bin mal gespannt, wie viele Pilze ich bekomme. Die Challenge, da fragen mich auch einige, wann das endlich startet. Ich bin am Ausarbeiten mit den Regeln und so weiter. Das wird auch bald kommen, dann wird es auch wieder täglich zwei Videos kommen. Server 28, fragen mich auch viele, wann kommt Server 28? Kann ich euch nicht sagen. Da müsst ihr das Forum verfolgen. Im Forum wird 24 Stunden vorher gepostet, wann der Server 28 kommt. Ich weiß nur, dass Server 28 auf den Freitag kommt. Und zwar wird dieser um 16 Uhr starten. Ne? War das 16 Uhr oder 17 Uhr? 16 Uhr, ne? Ich bin total blöd, ich habe alles vergessen. Egal, das war's soweit mit Shakes and Fidget. Wenn das Video gefallen hat, würde ich mich freuen. 16 Uhr, ne? Wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und weiterleitet. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Nice.